Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist soweit, ihr habt es euch gewünscht. Wir werden ein SBB heute aufnehmen. Und zwar gegen zwei richtige Vollidioten, Freunde. Auf der anderen Seite aus Sachsen haben wir eingeladen. Oder es ist am Start auf dem Kanal auch einer der YouTuber, oder mit denen ich am meisten SBBs aufgenommen habe. Und zwar die Knechte Simon und Timon. Simon und Pumba, stellt euch vor. Wenn heißt es bitte Tizi und Schubech, ne? Ja. Wenn du das bekommen hast. Wir sind da und wir sind heute da, um dich zu besiegen. Um dich zu brechen, um zu singen. Um einfach zu singen. Ich hab vorhin schon mit denen eine Aufnahme gemacht. Es ist schon wieder der Wahnsinn. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine SBBs aufnehme. Die labern einen voll, nur am Labern den ganzen Tag. Aber Freunde, wie gesagt, checkt auf jeden Fall deren Folge auch aus. Ist sehr, sehr lustig geworden. Ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ist mein erstes SBB in diesem Jahr. Ich mach das irgendwie nie, aber deswegen haben wir uns hier auch so einen coolen Partner ausgesucht. Das war auch das erste Mal, dass ich euch heute lobe, ihr Pisskenner. Ich werde euch nämlich jetzt so krass gegen den Strich rasieren. Wir machen ein Icon. Was machen wir? Random Icon Random SBB, Icon, ne? Ja. Random Icon SBB. Das heißt, wir suchen jetzt ein Icon auf dem Markt. Das kann auch ein Innenverteidiger sein und der muss bei uns im Sturm spielen und die sagen eine Zahl und den nehme ich dann. Ich glaube, ihr kennt es. Genau. Wir fangen mal an. Ich suche mal und ihr sagt eine Zahl, okay? Was aber wichtig ist, ne? Weil wir wollen ja noch öfter singen gegen dich. Deswegen sollen die mal hier 30.000 Daumen hochreißen. Ach ja, stimmt. Ja? Lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video da, Freunde. 30.000 Likes ist das Ziel. 100.000 Likes ist das Ziel, ehrlich. Das ist Heiligabend. Ihr seht das Video an Heiligabend. Lasst ein Abo umsonst da. Dann sehe ich, ob das gut ankommt. Und dann wird bestimmt in Zukunft auch öfter mal wieder ein SBB kommen. Wir fangen mal an. Und ich suche, es gibt hier eine Seite. Und die Seite sieht super aus. Oh, angenehm. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, es gibt nur Offensivspieler. Was? Ehrlich, was real talk. Was stellst du immer da ein? Es ist wirklich alles richtig eingestellt. Dann nimm die 11, ist der letzte. 11? Ah, nehme ich mit. Ist okay. Ist okay. Wir gehen auch drauf. Ach, Digga, hör doch auf. Nimm mal ganz unsympathisch die 2. Ach, hör doch auf schon wieder. Was ist denn das? Also, wen hast du? Sagen wir uns, wen wir haben? Oder erst am Ende? Sagen. Ich habe Shevchenko. Wie wird der geschrieben? SH wieder geschrieben. SH. SH, ja. M-U-S-C-H-I. Wir haben den Pep. Pep Guardiola ist aber auch nice, ehrlich. Okay, Freunde. SBB, ihr wisst, bei mir ist das immer nicht so gut, ne? Mit Teams erraten und hier bla bla bla. Aber ich habe mich verbessert. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, ich halte jetzt zuerst bei den beiden Eierköpfen rein. Okay. Also hast du bei uns aufgeschrieben, Stürmer, LM. Ich habe bei euch aufgeschrieben. Ja, ja. Stürmer und LM. Okay. So, dann fangen wir mal mit LM an. Da spielt auch wieder hier so eine neue Karte, M. Barba. Oder was sind die denn für Spieler die ganze Zeit? Brandneu. Und dann steht vorne im Sturm eine Hero, die Natale. Niemals hast du die. Red nicht um eine heiße Brei. Machst du nichts. Ich hab Benzema und Sahar. Aber ich zeig dir jetzt mal, wie das wieder funktioniert, ne? Also wenn das jetzt stimmt, was hier auf dem Board steht, dann geh ich heute noch Lotto spielen. Ja. Einer von denen hat 5 Sterne Skills und der andere von denen hat 4 Sterne Skills. Der eine von denen hat 5 Sterne Weakfoot, der andere von denen hat 4 Sterne Weakfoot. Es ist Neymar und es ist Messi. Ganz unsympathisch, weil ich euch ins Loch stoßen möchte. Bro, was hast denn du vor? Weil ich euch ins Loch stoßen möchte. Jetzt haben wir wen habt ihr aufgeschrieben? Chinola und Martins. Nee, Gelson. Aber ich habe beide im Verein, ne? Ich hatte das überlegt gehabt. Ich hatte das überlegt. Beruhig dich mal ein klein wenig, ne? Ich zitter gerade ein bisschen. In Stuttgart wird es nachher brennen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Warte, wo wohnen wir? Ich keiner gewusst, dass Stuttgart in Sachsen liegt. Wo seid ihr? Wohnen in Heidelberg, in Heidelbeeren, irgendwo da. Irgendwo, wenn ihr uns sucht, guckt in Sachsen, Heidelberg oder Stuttgart. Irgendwo da. Wir halten rein. Safe Corner, also, einer dabei. Und da sehe ich einen Bronzetorwart in der Mitte. Sehe ich ihn schon. Also, linker ZM habe ich. Ein Brasilianer. Fred von Manchester United. Champions League, Dings da, 86er. Mhm. Dann haben wir eine Icon in der Mitte. Und zwar haben wir da den guten alten Philipp Lahm. Rechter ZM haben wir wieder Maurice. Claude Maurice, seine komische Karte da. Wie sieht's aus? Was ist mit dir eigentlich auf einmal passiert? Ich bin ein anderer Mensch. Wir haben Abedi Pelé, Wijnaldum und Sanchez. So, und jetzt bin ich mir richtig sicher, dass ich einen habe. Real Talk, 20er PSN, wenn ich da keinen habe. Ihr musstet einen Spanier nehmen und ihr habt eine Icon genommen. Die Icon habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich war dreckig, ich hab was. Ihr habt safe, ich sag euch jetzt, ihr habt einen Spanier, eine Icon und Kulusevski. Wir haben tatsächlich eine Icon genommen.
Wir haben Rüllet links ins Mittelfeld gestellt. Was? Warte mal ganz kurz, welcher? 90er. Nachdem geil. Wir gesehen haben, dass alles möglich geil. Ist. Geil, geil. Den werde ich euch so wegzwiebeln. Er wird dein Leben zur Hölle machen auf dem Platz. Den werde ich so wegzwiebeln. Dann steht ein Winter-Wildcard-Spieler, Milinkovic Savic. Neben ihm. Die bilden Scheiße. Hier in der Mitte 60 cm geballte und Kraft. Rechts steht eine Informkarte mit Stern. Ganz neu von EA. Geile Karte. Philippe Anderson. Ah, fuck dich. Ich hab Palermo. Den anderen habe ich schon wieder gerade vergessen. Und Kulusevski. Wichtig. Wichtig und richtig. Scheiße. Digga, ihr habt Roulette genommen? Was ist denn mit euch los? Was ist mit dir los? Ich hab meine komplette Offensive. Das ist big. Alter, der kostet halt einfach 6 Millionen. Ne? Können wir doch nochmal rückwärts? Können wir noch was ändern? Ich halt rein, ne? Wir spielen. Da könntest du jetzt einer haben, ne? Links Alex Moreno. Nee, ist das ein Falsch. Ich wollte Jordi Alba oder Alex Moreno. Und rechts spielen wir Danilo. Danilo? Der hat 76 Pace. Ja, was soll man machen? Gibt's ja nichts. Dumfries. Ich hab Dumfries und Jordi Alba. Okay, gut. Ich glaube, wir haben auch was bei dir. Das ist sehr wahrscheinlich, ne? Also Linksverteidiger Alex Telles mache ich es kurz und trocken. Und Rechtsverteidiger Atal, seine komische das Karte. War gut, es war Digga. Atal haben wir und Lodi steht noch drauf. Aber Atal, er geht ein Bronzetorwart rein, oder? Oder Sommerwitter. Der tut weh. Denkst du, wir snipen ihn nochmal in der Mitte? Nee. Mach Bronzetorwart, komm. Ja, Bronzetorwart, die Seite ist knackbar. Okay. Stellen wir als erstes rein? Ihr stellt mal als erstes rein. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin, also, ich bin mir eigentlich sicher, dass du es nicht hast. Ja, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Also, wir spielen. Mach Ramos, schnell bitte. Marquinhos und Navas. Scheiße. Falsche Liga gegangen. Klostermann, Süle, Trapp. Wichtig. Okay, okay. Ich hab dich so an deinen mexikanischen Coronas, ne? Ich hab sie in der Hand. Das Problem ist, es ist nicht mal so krass schwer, ne? Das ist das große Problem. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Weil das könnte hier ein Gamechanger werden. Innenverteidigung, Upamecano. Seine Special-Karte. Linker IV, Rafa Ibaran. Und im Tor, Manu. Clever gemacht. Stark. Wir haben gedacht, du gehst in eine andere Liga. Cordoba, Koulibaly und Sirigu. Boah, das ist wichtig. Ich muss hier auftreten jetzt. Gegen den Delay eSports. Wie läuft es eigentlich mit dem Fußballverein? Super. Aber jetzt rede ich nicht mehr mit euch. Ich möchte Hullet haben. Ich möchte ihn so brechen. Epische Musik drauf. Ich habe den analysiert. Das ist ein Blender, ne? Ja, Hullet! Oh. Nein! Doch, doch, der macht Bug. Bug-Using. Zeit. Nein! Oh, was? Es fängt schon wieder so an. Unja! Unja! Die Natalia! Alles Kopf! Komm! Ah! Sie war aber ey, diese Scheiß der kommt da, der stellt Torwart! Fuck, wie kommt denn da so leicht durch? Nein, nein! Danilo, wo bist du? Nein. Da ist die Eins! Hol mir Ruth ran! Und wir machen weiter, es steht 0-0. Hol mir einer Ruth! Er hat einmal im Arsch gewackelt und läuft in die andere Richtung. Der geht auf grün Finesse. Oh, komm, Rüllet! Scheiße, er geht wirklich über Danilo. Scheiße, und nur! Rüllet, du musst das Team zusammenhalten. Geht um deinen Vertrag. Nein! Mann, was ist mit dem Schwinger Shevchenko los, ey? Voll gut. Scheiße. Nur stehen, Lücke. Nur stehen. Da sehe ich die Lücke. Nur stehen. Das sind die Natale, da kann die? Kein Problem. Da! Oh! Ja. Oh nö. Bullet! Na. Oh, was war das für ein herzhafter Schreier? Ich hab alles rausgeholt. Ich hab Angst. Einfach aber fress ihn. Das ist der Torwart. Fress ihn. Nur Grundlinie gegen Torwart. Kann er nicht. Er packt's denn, Baba? Nein. Das ist er. Was? Grün sogar mit dem oder macht nicht. Geh weg, Chef Cengo. Das sieht so... Oh nein! Was? Hä, warte mal ganz kurz. Was war denn der das? Der war abgefälscht, oder? Der war abgefälscht. Du musst dann direkt jetzt schon auslösen. Ja, jetzt macht er das. Der bringt Varianz ins Spiel. Telles langsam. Da ist die 2, Jungs! Und was? Wir gehen weiter drauf. Wir so treten weiter drauf. So unglücklich! Ja, wir treten weiter drauf. Jetzt habe ich da vorne wenigstens Leute, mit denen ich schießen kann. So unglücklich, verdammt. Digga, ich sehe einen scheiß Rüllbaden gehen an Heiligabend. Fuck. Boah. Digga, nein, nein. Nein. Nein! Nein! Digga, ich habe alles raus. Geblockt. Ich muss raus! Der Luft spielt die...
Nein, nicht so, EA Sports. Ja, nicht so. Und ja, lang ist er. Er packt's nicht. Er packt es nicht. Digga, wir brauchen jetzt was. Ja, er packt's aber nicht. Nee, lauf mit. Nein. Danilo, bitte. Das ist eine Aufgabe. Danilo, bitte. Rollet. Was ist denn da los, Digga? Was passiert da? Mann. Digga, Guardiola, du bist aber auch so scheiße langsam. Gut dabei. Bremst den Zug. Ja! Ey, diese Rumgeblocke, wow! Scheiße, Digga, da wurden 4 Schüsse oder so schon geblockt. 4, 5 Schüsse. Ich hätte auch mal eine Chance gehabt. Weiß ich nicht, guck dir mal die Statistik an. Ich glaube, ich habe 8 Mal Tor geschossen. 11-3, Digga, weißt du, wie viel da geblockt wurde? 5-1, let's go! Wir sitzen im Rucksack von dir. Probleme! Wo ist die Torwartseite? Ja, das ist mir bei Mbaba. Du verpasst ihm jetzt gleich noch einen Haarschnitt und dann ist gut. Die verrückten Abseitsfall da oben ist Neymar. Oh, Messi 3! Da ist die 3! Da ist kein Torwart mehr da drin, da hat jetzt ein Stürmer. Unglücklich. Meiner Meinung nach einfach ein bisschen unglücklich gelaufen. Und der Torwart, guck mal. Ey, was ist das für eine Animation? Wieso kommt er so schnell wieder hoch? Schöner Block. Nein. Ja. Nein, nicht so. Was? Was war denn das? Stützräder dran da drüber oder was? Kennst du die schon? Zeig mal. Die ist gut, wie geht die? Torwart. Ey, der macht einen guten Job da. Hätte sie doch bei seinem Willi dort ausgestellt. Auch eine gute Taktik. Oh Mann, 3-0. Ich will eigentlich mehr. Ich will mehr, Jungs. Ich hab doch meine volle Offensivkraft. Nein. Er schießt doch. Ey, ich hab eigentlich eine Ballrolle gemacht. Lauf doch durch, Fred. Habt ihr das gesehen? Hat keinen Bock. Komm weiter, Timo. Und mein Torwart ist wieder da. Ich bin so aggressiv. Abseitsfalle. Mach die mal. Abseitsfalle. Ja! Ach, mein Torwart. Sehr gut, Rüllet. Super. Torwart! Ey, rot! Was? Oh, oh. Ja. Geht nur auf Knochen. Nehme ich mir. Was ist mit Rüllet los? Ist auch komplett von der Spur. Hat Angst, dass er gehen muss. Mann, Jungs, ey, das ist aber jetzt scheiße. Ich hätte 2 Tore mehr schon geschossen. Abseitsfalle? Abseitsfalle? Mach ihn. Da ist die 4 und wir machen weiter. Hol den Ball, Neymar. Da ist die 4. Hol ihn da aus dem Netz. Hä? Jungs, jetzt müssen wir noch mal rauftreten. Sie liegen am Boden in Saarland. Oh. Es ist bodenlos, ne? Es ist bodenlos. Dieser Mbaba ist so bodenlos. Nein, Neymar. Hey, hör mal auf, ich hab Familie. Mach mal wirklich ein bisschen langsam mit. Er geht schon wieder auf die Scheiße. Abseits. Ja, kein Abseits. Dann hält Digga, wohin köpft er den denn? Was war denn das? War sogar grün, ist dein Film. Ja, ihr Sport hat Mitleid mit unserem heiligen Abend. Laurin hat gerade ein paar Knöpfe gedrückt. Oh. Digga, das. Nein. Ja, oh, gut gesteuert. So gut. Da gibt's ein GG von mir, ehrlich. Ich wusste nicht mal, dass ihr wisst, dass sowas geht. Oha. Digga, die Natale, ist du auf. Gehst mir auf die Nüsse. Er kann nichts, ne? Nein. Autoblock? Nein. Mann, was? Das ist so gut gemacht von mir. Jetzt hör auf in deiner Backscheiße. Darf man was für SPD ist nicht von. Oh nein. Komm bitte. Die Natale einmal. Nein, ich bin schon sehr gut. Wohin? Nein, Schiedsrichter! Mann, Digga, in einem anderen Spiel geht das Ding hier 8-1 aus oder so. Mann, da waren so ein paar Sachen. Scheiße. Das ist Scheiße. Da wäre mehr drin gewesen. Egal, 4, Digga.
Schnapp dir den Rüllet. Ich nehm den jetzt erstmal in den Arm. Ich nehm ihn erstmal auf die Seite, Bruder. Das wäre das coolste Weihnachtsgeschenk, was ich mir vorstellen kann, ne? Eli, sag mal, welche vier Positionen du nimmst. Soll ich euch sagen, was ich nehme? Ich nehme Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, linker Stürmer. Nein, ich mach nur Spaß gerade. Psycho. Ich nehme den rechten Innenverteidiger, den linken Innenverteidiger und beide Stürmer. Das mache ich. Beide IVs, beide Stürmer. Okay, gut. Dann stelle ich jetzt um, ne? Dann stell jetzt mal um. Ich habe schon wieder ein Tor gerade gemacht, ne? Okay, ich stell um. Vier Dinger. Wen habt ihr da noch? Guardiola? Marquinhos? Guardiola ist ja ein Witz. Sag ich dir, wie es ist. Marquinhos, 900k, die Natale. Wo der auch Boxen scheiße war. Kannst du ihm kurz die Schnauze halten? Ich muss umstellen. Ich muss konzentrieren. Ich bin nervös. Soll ich Rüllet jetzt in der IV stehen lassen? Oder? Soll ich eine IV stehen lassen? Oder? Oh, du machst immer nur noch schlimmer. Ich komme scheiß drauf. Ich lasse wirklich eine IV stehen. Rüllet, linker IV, die Natale, rechter RZM. Umgestellt, Controller liegt da. Jetzt kannst du damit machen, was du willst. Nimm das Geschenk an oder lass es sein. Ist jetzt dir über. Mach was ich wäre so traurig, wenn ich kein die Natale, Rüllet oder Marquinhos kriege. Dann wäre ich wirklich traurig. Ne? Also, hab dir doch gesagt, wo sie stehen. Du musst nur die nehmen. Wir nehmen mal den Linksverteidiger, Außenverteidiger. Links, linker, LV. So. Dann nehmen wir den das rechte Mittelfeld, RM. Dann nehmen wir den scheiß Torwart. Und wir nehmen den linken Stürmer. Alles wegen deiner Scheißlaberei, ganz ehrlich. Es war doch so klar, dass er kein IV da nimmt. Du hast getroffen, LV, Rüllet, RM, die Natale, Torwart, Navas und linker Sturm, Sergio Ramos. Geil, Rüllet, das ist so geil, Freunde, wirklich. Was, warum ist es so ruhig da drüben, Jungs? Hört doch mal zu. Warum ist es denn so ruhig da drüben? Nee, hör mal. Wir schissen doch mal Weihnachten und wir können kein Kraft Rüllet abstoßen. Und ich weiß, wen ich bei WhatsApp erstmal auf die Blockliste setze. Es ist doch nur ein Spiel. Wir hatten Spaß bei der Aufnahme, das ist das Wichtigste. 6 Millionen Coins, ja, ist jetzt cool, muss aber auch nicht sein, ne? Gibt halt wichtigere Sachen. Weißt du, wo waren Marquinhos? RV. Ja, okay. Aber Rot ist... Nö. Ist okay, Jungs. Ne? Digga, dieser Rot Rüllet hat bei uns im Verein 272 Spiele geleistet. Wir haben den gekauft für 7,5 Millionen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, ehrlich. Das ist unfassbar, wirklich. Ich sag nichts mehr. Ich mach's noch in eine Gold-Upgrade. Ich denke, die Verantwortung muss ich übernehmen, ne? Digga, es ist schon oft gut gegangen, mein Trash-Talk. Aber diesmal war der Trash-Talk dumm. Ja, ich hab auch 10-mal gesagt, natürlich. Geil. Hätte auch nicht gedacht, dass er mich so hops nimmt, Digga. So viel Damage wurde da gerade gemacht in Saarland. Ehrlich, boah. Ich glaube, jetzt wäre es nochmal, wenn Stuttgart absteigt, dann habt ihr absolut den Salat. Ich kann es nicht mehr hören, Alter. Es dauert wieder ein Jahr, bis wir aufnehmen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsspecial. Ja. Nein, das muss ich sagen. Geruda, Ramos war's. Die Natale war's. Du musst jetzt an Heiligabend nicht so pumpig sein, das sage ich ja, wie es ist. Es war direkt der Erste, der Linksverteidiger. Den habe ich direkt mal aus dem Weg geräumt, damit gar kein Stress vorkommt. Alles ganz entspannt und ihr euch schön um die anderen drei Discards kümmern müsst. Wisst ihr, ihr lagt schon am Boden und dann musste ich, dann durfte ich nochmal drauf treten. Ich kann nicht mehr hören, dieses dumme Gelabers. Trifft L2, Assistent, Gold, stellst du oben ein. Bitte mach langsam. Drück hier R2, gehst runter, sortieren nach niedrig bis hoch. Ist das hier? Nein, niedrig da, links, ja da, X und dann Dreieck drauf. Ah, ich hab verkackt. Assistent abgeschlossen. Och, Digga. Nee, hopp. Habe ich auch keinen Bock mehr. Sag ich dir, wie es ist. Weißt du, was ich gerade vor mir habe? Mein Rüllet rollet. 7 Millionen habe ich den auch geholt. Genauso wie ihr. Aber ich musste den halt nicht abstoßen. 345 Spiele. Also ein bisschen weniger als euer. Und das ist schon echt viel. Und das, ich weiß, wie sehr ein das am Herzen liegt. Meiner hat 74 Tore geschossen und 132 Vorlagen. Aber das Wichtigste ist, dass meiner im Verein bleibt. Weißt du? Eli, bitte. Bitte, Eli. Sag mal bitte ganz kurz an euch. Wir können in einem Jahr können wir wieder reden. Ne? Ich muss das Team jetzt hier wegschicken. Wo ein Rüllet drin sitzt, ein Di Natale, ein Navas und ein Sergio Ramos. Für euch jetzt so kleines Ab. Mein Rüllet ist noch drin. Habt ihr, glaube ich, vergessen zu fragen. Also meiner ist noch hier. Ach ja. Boah, das ist das Coolste, was mir, glaube ich, in diesem Monat passiert ist. Unser ist weg.
Unser Gold-Upgrade. Das tut schon krass weh, Mann, Alter. 6 Millionen tut geisteskrank weh, ne? Was war denn der teuerste, den ihr je abgestoßen habt? Zu dem Zeitpunkt von FIFA ist es doch bestimmt der teuerste, oder? Also, wir hatten damals Pelé, da weiß ich jetzt aber nicht mehr den Zeitraum, aber dann definitiv Rüllet. Boah, geil. Das ist richtig geil. Wir hatten einfach nur die Schnauze. Nein, einfach nur die Schnauze. Das ist wie zu Ende. Hoffentlich hat Knecht Ruprecht dir in dein Geschenk reingekackt, dass du heute Abend auspackst um 19 Uhr. Und hoffentlich verfolgt dich unseren Rüllet in deinen Träumen weiterhin. Mein Rüllet ist ja noch bei mir im Verein, das ist ja Realität. Bei euch ist es ein Traum. Ihr habt ja keinen Rüllet mehr. Halt, stopp! Halt, stopp! Okay, Freunde, das war's vom Video. Ich glaube, es war super für euch. Checkt, wie gesagt, die Folge auch bei den Teasys aus. Auch sehr, sehr geil geworden. Wurde kein Rüllet abgestoßen da in der Folge. Also, ne? Aber wurde auch auf jeden Fall was abgestoßen. Checkt auf jeden Fall die Folge aus. Sehr, sehr geil geworden. Lasst da einen Follow da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich hab noch nie so viel gelabert in irgendeiner Aufnahme. Tschüss. Eskaliert mit dem Like-Button, Freunde. Wenn ich sehe, dass das Ding hier viele Likes hat, dann wird es auf jeden Fall ein Rematch geben. Vielleicht ein Rüllet-SBB, mal gucken. würde passen. Mach das jetzt aus, ne? Wirklich. Lass den Follow. Ich drück jetzt hier auf Stopp. Ja, ich krieg jetzt Stopp. Ciao.